Hallo, hier ist wieder die Gartenmoni. Ja, ihr hört mich, ne? Ich habe mit meinem neuen Mikrofon. Ja, ich wollte euch eigentlich nur meine Kohlrabi-Pflanzen zeigen. Die habe ich am 2. Januar gesät. Das sind diese Riesen-Kohlrabi-Superschmelz. Ich bin nämlich schon angeschrieben worden ein paar Mal, ob ich mal meine Kohlrabi-Pflanzen zeigen kann, die ich gesät habe. Weil bei der einen, die hat geschrieben, dass bei ihr die Pflanzen regelrecht wuchern, bei der anderen, die wachsen nicht. Also ich zeige euch jetzt einmal meine. Ich muss aber sagen, ich habe ja nur 6 Stück, habe ich ja gesät gehabt. Und ich verteile die irgendwo im Garten. Und da habe ich aber jetzt 2, das möchte ich euch schnell zeigen. So groß sind die jetzt. So meine Hand als Vergleich, ne? Hier. Die habe ich da reinpflanzt, dann vorne ist eine. Dann habe ich da noch eine hergepflanzt. Jetzt, da muss aber die Erde weg. Also der Kohlrabi, die Frucht, das muss natürlich frei sein. Ja, und die anderen habe ich noch verteilt, im Garten einzeln irgendwo immer hingepflanzt. Könnt ihr mal vergleichen, wie die mit euren da so sind. Aber ich denke mal, das kriegt ihr genauso hin. Manchmal habe ich nämlich auch das Pech schon gehabt, dass bei mir die Kohlrabi-Pflanzen aufgegangen sind, sind ein Stück gewachsen und plötzlich sind sie über Nacht weg geworden und umgekippt und waren kaputt. Aber dieses Jahr habe ich, also muss ich sagen, 5 Stück sind was waren, eine ist nichts waren. Die zeige ich euch auch noch. Die habe ich trotzdem in die Erde einmal rein. Das mickrige Ding da. Das habe ich nur jetzt hergetan, damit ihr das seht als Vergleich noch. Ich weiß nicht warum, wenn man die vergleicht, man denkt gar nicht, dass die zur gleichen Zeit gesät worden sind. Keine Ahnung warum. Naja. Unten sind ein paar Links, da könnt ihr mal nachlesen, was das für Sorte ist, die Riesenkohlrabi, was ich da schon für super Erfolge damit gehabt habe. Ja, das war's wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Und wer mich unterstützen will, der kann oben nochmal nachlesen an dem Link da oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Gartenmoni.